Guten Abend, meine Damen und Herren. Bonsoir, cher ami sportif Valaisan. Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Medienkonferenz nach dem Match FCL gegen Sion. Ich gebe das Wort gleich Peter Zeidl vom FC Sion. Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Ich denke, wir haben alle ein sehr interessantes Spiel heute Abend gesehen. War sehr vieles drin. Sie werden mir glauben, dass ich natürlich sehr, sehr froh bin, dass es dann doch noch zum Ausgleich gereicht hat in allerletzter Sekunde. Sicher, wenn man das ganze Spiel sieht, sehr verdient. Ich könnte natürlich jetzt nochmal die ganze Geschichte erzählen, aber das würde zu lang gehen mit all den Torchancen. Auf jeden Fall tut es unserer Mannschaft, auch unserer jungen Mannschaft gut, hier zu bestehen. Erstens in dieser tollen Stadt, in diesem tollen Stadion gegen diese Mannschaft, die natürlich mit zu den besten drei wahrscheinlich gehört, hier in der Schweiz. Das bringt uns weiter auf unserem Weg. Es hat noch nicht alles geklappt, aber phasenweise war das schon sehr gut. Ich freue mich sehr über das Tor von Akolo, dass er endlich getroffen hat. Und auch die Vorlage war von unserem Grégory Carlen aus der eigenen Jugend, der bisher noch nicht gespielt hat. Das sind alles so Dinge, und ich könnte noch mehrere erwähnen, die uns positiv stimmen, die jetzt schon die Freude aufkommen lassen für kommenden Sonntag gegen IBE. Vielen Dank. Besten Dank, Peter Zeidl. Markus, wie hast du den Match erlebt? Ja, wie es Peter richtig gesagt hat, ich denke, wenn man es neutral betrachtet, ein gerechtes Unentschieden. Natürlich ist es bitter, wenn du mit der letzten Sekunde noch zwei Punkte herschenkst. Ja, Kompliment an meine Mannschaft, die wirklich ein schwieriges, kompliziertes Spiel es geschafft hat, es nochmal zu drehen, auf unsere Seite zu bringen. Hohen Aufwand betrieben, großer Fight, gerade wenn du eben so gepresst wirst, wenn du so angelaufen wirst. Und Sio hat einen unglaublichen Aufwand, speziell erste Halbzeit betrieben, zweite haben wir es dann etwas besser hinbekommen. Aber es war uns auch klar, dass sie das nicht über 90 Minuten hinbekommen. Aber wichtig war, dass wir den Fight annehmen, das haben die Jungs getan. Und ja, wenn du dann natürlich mit der letzten Sekunde noch den Sieg hergibst, dann fühlt es sich erstmal schlecht an, aber neutral betrachtet war das ein gerechtes Unentschieden und für uns eben ja, wichtiger Schritt in die richtige Richtung, dass wir nicht nur versuchen Fußball zu spielen, sondern eben auch solche Spiele, wo es darum geht, den Fight anzunehmen, die Zweikämpfe anzunehmen, dass wir da dagegen gehalten haben und ja, und schlussendlich das dann auch geschafft haben, für uns zu drehen. Und jetzt müssen wir da noch ein Tick cleverer werden, dass wir nicht in der 93. Minute noch in den Konter laufen, und dann ist alles gut. Besten Dank, Markus. Sicher habt ihr noch Fragen. Wartet, bis das Mikrofon bei euch ist, dann wäre ich froh, wenn ihr den Namen nennen könnt, sagen würdet, für wen ihr schreibt, damit die Leute draußen wissen, wer die Fragen stellt. Wem darf ich das Wort geben? Scheint alles klar zu sein. Dann wünsche ich allen einen guten Abend. Zum nächsten Samstag, da haben wir unsere Ladies Night. Ich hoffe, dass die weiblichen Zuschauer zahlreich hier erscheinen. Tschüss zusammen.